So, weiter geht es mit mutmaßlich dem Finale bei Eden am Ende, beim ersten Szenario für Anno 1800, was, wenn mir viel Vergnügen gemacht hat und wenn das die Blaupause ist, wenn das die Folie ist für die Szenarien, die uns im Jahr 2022 erwarten im Rahmen des Season 4 Passes für Anno 1800, dann kann ich nur sagen, Generalprobe, gut gelungen. Schönes Szenario, hat mir bislang viel Freude gemacht und finde ich eine tolle Idee, dass die Entwickler sowas machen. Wir gehen mal hier weiter rein, schauen uns nochmal alles aus der Nähe an und warten darauf, dass wir vorankommen mit der Produktion von Stromkabeln hier vor Ort. Hier sind die Leute sehr fleißig. Und Stahlbeton und Stahlträger, das sind die Güter, die wir zusammentragen müssen. Darum geht's. Kriegen wir gebacken. Einmal raus. Vierfache Spielgeschwindigkeit. Also ich vermute, es ist die Vielfache. Vielleicht ist es auch nicht die Vierfache, sondern die Vielfache, das weiß ich nicht. Danke an Outtriggered fürs 8. Abo. Liebe Grüße an dich. So. Wie läuft's? Wann haben wir endlich alles, was wir brauchen? Stahlbeton ist fertig. Oh, Stromkabel auch. Jetzt fehlen auch die Stahlträger. Das heißt, wir müssen ganz schnell die Produktion von Stromkabeln stoppen. Stromkabelproduktion stoppen. Weil die, glaube ich, Stahlträger verbrauchen. Nee, es war der Beton. Das Betonwerk müssen wir stoppen. Wo ist es? Oh Gott, wo ist unser... Von zwei, ne? Hier vorne. Die müssen wir sofort beide stoppen, bitte. Stoppt die Produktion. Ja, sofort. Damit hier nichts weiter an Stahlträgern verbraucht wird. Ich glaube nicht, dass wir mehr Stahl... Ich stopp auch mal die Zement... Minen. Ach, die können noch durchlaufen. Geld ist ja genug da. So. Dann schauen wir mal, wo die Stromkabel waren. Wie viele haben wir im Lager? Viele. Ach, das können wir weiterlaufen lassen. Wofür soll das Kupfer sonst gut sein? Das ist nicht schlimm. Die können wir erstmal ein bisschen auf Vorrat weiterlaufen lassen. Und dann warten wir ab, bis wir oben die benötigte Menge bekommen an Stahlträgern. Wenn dort oben die Zahl, wenn die sich dahingehend ändert, dass dann nicht mehr 36 Stahlträger im Lager steht, sondern 60, dann kann man mit dem Bau hier beginnen. Was sind das hier? Ah, das Menü, okay. Bis dahin, dass die Zeiten mal ein bisschen schneller laufen. Wünscht euch bitte ein Licht. Was hättet ihr gerne? Abenddämmerung, Morgendämmerung, die Nacht, den Abend. Was hättet ihr gerne? Abenddämmerung. Die Arbeitskräfte können wir gleich sparen, Dschungelschleichix. Noch ist ja genug da. Das Feuer ist zurückgekehrt. Gott, schon wieder brennt es angeblich irgendwo. Oh Gott, und wie? Die halbe Stadt steht in Flammen. Ich glaube, das ist, weil ich das Abendrot angemacht habe. Weil ich den Himmel in Brand gesetzt habe. Mit einem fantastischen Sonnenuntergang. Wahrscheinlich sind da die Funken übergeschlagen auf die Stadt. Ich bin schuld. Abenddämmerung. Himmel in Flammen, Stadt in Flammen, mein Fehler. Nehme ich auf meine Kappe. Bin ich schuld. Das ist die kleine Siedlung, die wir gebaut haben. Ich mache aber schon mal die ganzen Blaupausen hier weg. Das sieht ja doof aus. Die brauchen wir ja anscheinend doch nicht mehr. Die sind ja nicht nötig gewesen.
Räumen wir ein bisschen auf. Ein paar Blaupausen werden entfernt. Auch hier sind Sachen wie dieses Handelszentrum. Nie benötigt. Dito. Brauchen wir nicht. Alles Blaupausen. Alle Blaupausen einmal entfernen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir die Fischereien entfernen können. Die benutzen wir doch eh nie mehr, oder? Einmal weg damit. Hat sich das Wasser erholt? Nee. Komm, wir reißen die einmal weg. Immer noch nicht gebraucht? Nee, ihr könnt sogar... Reste der Keimauer zeigen an, hier waren mal Fischereien. Alles weg damit. Stattdessen noch ein bisschen Bäume wieder auffüllen hier. Palmen an den Strand. Urwaldbäume hier vorne hin. Letztes Mal wahrscheinlich, dass wir eine Quest erfüllen, oder? Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Ja, Lieferaufgabe mache ich. Sehr gerne. Segeln Sie zu Jaoskas Hafen einmal rüber mit unserem Schiffchen. Neue Befehle. Letzte Aufgabe wahrscheinlich. Letzte Quest heute. Letzte Quest. Die Fischbestände... Unter den Palmen gedöst. Ja, nehmen wir auf. Leerer Wasserproben näher, irgendwo hinfahren und dann auswerfen. Halten Sie auf Kurs. Mach ich. Darf ich das machen? Sogar in der Nacht hier. Achtung, wir haben genug Stahlträger. Vorher einmal hingehen und den Staudamm bitte. Staudammbau bitte einmal anschmeißen. Es ist alles da. Phase 3 beginnt. 120 Stromkabel. Ja, check, sind da. 120 Stahlbeton. Check, da. Stahlträger auch. Arbeitskraft. Gott, wir brauchen noch so viel Arbeitskraft. Die müssen wir erstmal uns organisieren. Man hat auch ganz schnell hier, das war mit ihm hier. Einmal den hier bitte aussetzen. Leinen los. Natürlich haben Sie es geschafft. Gerne geschehen. Und wieder zurück. So, und jetzt brauchen wir ganz viele Obreros. Wir müssen ganz viele Obrero-Gebäude, wo Obreros als Arbeitskraft sind, freischalten. Pausieren, weil wir ja unterm Strich. Wie viele Obreros brauchen als Arbeitskraft? 1500. Mal gucken, ob wir die überhaupt haben. Das Stahlwerk. Hatten wir das nicht pausiert? Nee, das hat man nicht pausiert, das hat man gerade schön benutzt. Da arbeiten 100 Obreros. 1500 brauchen wir. Jetzt haben wir 1033. 1500 brauchen wir, um die letzte Phase des Staudamms anzugehen. Zementmine braucht Obreros. Der Hochofen, den haben wir gerade freigeschaltet. Betonwerk hatten wir doch schon gestoppt, oder? Wo ist das Betonwerk? Hier unten beide. Beide pausieren. Kühlereien, da sind nur Obreros. Habe ich zumindest so im Kopf. Alles ist randvoll. Journaleros sind da. Dann gehen wir mal sicherheitshalber, schauen uns nochmal an, die da arbeiten Obreros. Aber die hatten wir auch alle pausiert. Die beiden. Nicht! Einmal pausieren. Ja, 1183 und... Ja, 1333. 167 Obreros brauchen wir noch. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Gucken wir uns mal die Verbrauchsgüter an. Filzhüte. 20 Obreros. Ich glaube, die Leute schwimmen in Filzhüten, oder? Ich
Hier geht's hin. Wir würden gerne Produktion angehalten. Hier nicht. Im Lager sind 485, das sollte erstmal reichen. Einmal stoppen. Erstmal keine weitere Arbeit. Arbeitskleidung. Da brauchen wir viele Obreros für den Brühkaffee. Der ist aber komplett gestoppt. Atole wird noch nicht hergestellt. Werkzeuge, nee. Ihr merkt schon, wir brauchen woanders Obreros. Das hilft uns nicht weiter. Das heißt, wir können die den Einfüllsuchtmacher ruhig laufen lassen wieder. Wir müssen uns noch mehr Obreros holen durch ein paar Level-Ups hier. Das machen wir jetzt. Anders kommen wir nicht hin. Kupfer-Zementminen? Ich glaube, da waren Journaleros. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir gehen mal gucken. Nee, das waren Journaleros. In allen Minen sind, glaube ich, Journaleros. Wir gucken uns die anderen mal an. Wenn man nichts reinsteckt, kann auch nichts rauskommen. Die können wir pausieren. Na doch, das waren Obreros 25. Dann haben wir noch die Steinkohlen. Die nutzen wir nicht. Eisen. Waren Journaleros. Zementmine auch Journaleros. Können wir trotzdem stoppen. Nee, Obreros. 25 gespart. Sind wir bei 1383. Wir brauchen nur ein paar dazu. Ein paar brauchen wir noch. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch einen... Oder guck mal in den Markt rein. Wir könnten auch bei den Obreros... Mich damit abzufinden, wäre wir könnten ihnen die Werkzeuge freigeben und den Kaffee, das wird schon reichen. Wir können auch das Atole herstellen, das wäre vielleicht ganz spaßig. Das haben wir, dann lernen wir auch diese Produktionskette kennen, die ist neu. Alternative wäre einfach an die Vorräte rangehen von Werkzeug und Brühkaffee. Wir machen das ein bisschen anders. Dann lernen wir den Rest des Spiels noch kennen vom Szenario. Und diese Produktionskette, die Atole, stellen wir die her. Und wenn wir die Versorgung sicherstellen, dann sollten hier in den Häusern genug leben, dass wir die dann für den Staudamm arbeiten lassen können. Ja? Also was brauchen wir dafür? Mais, Zucker und dann noch die Atole-Küchen. Da freue ich mich drauf. Lernen wir das Letzte, was wir noch nicht kennengelernt haben, auch nochmal kennen. Wie viel die Maisfruchtbarkeit bei uns ist, glaube ich, extrem. Da haben wir auch, glaube ich, ein sehr volles Lager. Können wir nachher noch nachmachen. Und Zucker bislang noch gar nicht. Das gehen wir rüber zu einer unserer Plantagen. Seht ihr hier vorne? Da ist ja bekanntlich eine Handelskammer auch. Was kann ich für dich tun? Die Kautschukplantage brauchen wir übrigens gar nicht mehr. Kautschuk war für die Stromkabel, ne? Die waren gar nicht mehr produzieren im Augenblick. Lege ich das auch mal still. Schon Mittagspause? Und die Kautschukplantage legen wir ebenfalls still. Dann bauen wir zwei Zuckerrohrplantagen. Ich glaube, die kann man sogar abreißen hier. Wozu brauchen wir all die Stromkabel? Wir haben 172 auf Vorrat. Die reißen wir mal ab hier. Die brauchen auch keine Steine für den Bau. Alles gut. Die kommen bitte weg. Gerade gebaut, schon wieder weg. Stattdessen Zuckerrohrplantagen. Eine hierhin. In der Nähe der Handelskammer. Und eine hierhin. Handelskammer. Oh, schließt die nicht ein? Gibt's ja gar nicht. Dann verlängern wir hier die Kaffeeplantage nach unten hin. Klonen jetzt
eine Zuckerrohrplantage setzen die hier hin. Jetzt haben wir aber Reichweite zur Handelskammer. Müssen daran denken, dass da auch noch ein Silo hinkommt, bitte. Nee, Traktorschaden, Quatsch, vergesst das. Und jetzt setzen wir das Zuckerrohrfeld hier hin. Können wir eigentlich die Bäumchen auch einzeln pflanzen? Ich glaube nicht, ne? Nee, wir können ja nur pauschal. Hm. So, einmal hier hin. Jetzt eine zweite, das ist die hier. Keine Felder, keine Arbeit. So. Ein paar Bäumchen drumherum. Auge spielt bekanntlich mit. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Programm fordert mich auf, eine Pause zu machen und einen Kaffee zu trinken. Ich habe nur Tee. Frage in den Chat auf Twitch. Darf ich weiterspielen? Mit nichts als Tee in der Tasse oder habe ich dann ein Problem im Spiel? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wenn ihr aufgefordert worden seid, euch einen Kaffee zu holen? Gibt es dann Probleme, wenn man dann keinen Kaffee trinkt? Ich will ja nicht, dass das Spiel hier mir auf den letzten Metern abstürzt. Du darfst. Tee geht auch. Bruder, ach danke. Bin so erleichtert. Bruder berichtet aus eigener Spielerfahrung. Bin froh, Anno-Veteranen hier im Chat zu haben. Man darf auch Tee trinken, dann ist ja alles gut. Zugucker meint, WB, riskier's lieber nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, Zugucker verarscht mich ganz gerne. So, das passt alles, bla bla. Achso, Atole wollten wir noch herstellen. Zuckerrohrplantagen haben wir jetzt 2. Noch mindestens eine weitere Maisplantage. Aber wir können schon mal die Atole-Küchen hinstellen, finde ich. Die stellen wir dann. Wisst ihr was, jetzt mache ich mal was fürs Auge und fülle hiermit die Lücken zwischen den Orten. Wenn man hier noch so eine Mini-Lagerstätte zwischen den beiden Teilen unserer Siedlung. Einmal hier bitte. Das mache ich mal im Blueprint-Modus, damit ich mir sicher bin, dass es auch hübsch aussieht. Lagerhaus dazwischen. Ja, das sieht doch hübsch aus. Damit kann man arbeiten. So. Da wird jetzt produziert. Die leckere in der Atole-Küche wird alles rübergebracht, was man so bekommt. Schon Lerus arbeiten hier. Das sieht richtig schnucklig aus. Ich frage mich, was ist Atole? Kann man das hier... Gibt es einen Hilfetext? Was ist Atole? Ein Hilfetext zu Atole. Das ist anscheinend irgendwas mit Zucker und Mais und in einem Topf. Wir brauchen garantiert noch eine Maisplantage. Eine Art Maisbier, meint Zugucker. Pff, lecker. Das wäre für mich vor allem cool. Ihr wisst ja, ich habe Zöliakie. Das heißt, ich darf nichts mit Weizen und Gerste zu mir nehmen. Auch kein Bier, das daraus gemacht wird, weil da ja Gluten drin ist. Maisbier wäre cool. Maissirup, meinte Albert Einhorn. Ein traditionelles Heißgetränk, mein Dschungelschleichix, laut Wikipedia. Also Maisbier wäre auch okay. Oh Gott, mir läuft gerade das Wässerchen. Ich fange gerade gleich an zu schlabbern.
Oh Gott, ich will das Zeug haben. Ich will's haben. Gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Es gibt auch Schokoatole, meint unser Dschungelschleichix. So, bevor wir... Glaubt, ihr wollt mich nur quälen, dass ich hier anfange rumzusabbern. Das ist kein hübscher Anblick. Überlegt euch gut, ob ihr das haben wollt. Danke an Nabi. Hi. Danke fürs 5. Abo an Nabi. Liebe Grüße an Nabi. Wir brauchen auf jeden Fall Minimum eine Maisplantage jetzt noch. Ich glaube eher zwei. Wir bauen die... Gucken, ob wir hier noch reingequetscht bekommen, ohne dass es so einen Monokulturnachteil gibt. Kriegen wir nicht. Nee, nicht in der Nähe von da. Wir können noch eine Handelskammer setzen. Wir haben doch haufenweise... Davon haben wir doch mehrere, oder? Ich glaube ja, oder? Oder können wir mehrere herstellen? Wir setzen doch noch schnell eine weitere Handelskammer. Einfach, weil wir es können. Wisst ihr was? Wir füllen hier die Lücke. Wir machen ein bisschen schönen Bau hier. Hier wollten wir noch Lücken füllen. Ist nicht meine Schuld. Die Lehmgrube hier ist erschöpft. Die Kühlerei läuft. Kohlelager ist voll. Die kann man auch pausieren. Geht zurück zu euren Familien. Lagerhaus steht hier. Lass uns das hier machen. Wir setzen ein Lagerhaus hier vorne, das ist okay. Dann noch eine Handelskammer im Blueprint-Modus. Einmal eine in die Mitte. Ich glaube, das kann man entfernen. So viel Kohle brauchen wir gar nicht mehr. Hierhin. Dann setzen wir. Haben wir da die entsprechenden Items für, die uns helfen bei Farmen? Produktivität erhöht, Arbeitskräfte erhöht. Anzahl der Module erhöht, Umweltfaktor verbessert. Die drei Items setzen wir hier hin. Dann noch zwei Maisfarmen, bitte. Mhm. So weit auseinander wie irgend geht. Eine hier vorne hin. Dürfen die sich... Die bauen wir mal aus. Eine dorthin. Die dürfen nicht nebeneinander stehen, sonst Rot und Monokultur. Und so sind alle angeschlossen. Alle außerdem in Nähe des Lagerhauses hier vorne. Jetzt bitte einmal Felder setzen. Hier vorne bitte auch. Thank you.
Scheiße. Zwei hier stehen. Läuft. Maisproduktion. Immer noch nicht genug. Aber noch mehr Mais. Vielleicht produzieren wir viel zu viel Atole für unsere Leute. Wie viel Atole produzieren wir mittlerweile? Unfassbar viel. Eine hätte gereicht. Wir haben viel zu viele von denen gebaut. Wir produzieren zu viele davon. Dann lege ich gleich eine wieder still, oder? Peinlich. Viel zu viel. Ich habe es gut gemeint. Ich habe es echt gut gemeint. Ich lege die mal hier kurzzeitig still. Peinlich. Und das reicht mehr als genug. Dann haben wir wahrscheinlich auch viel zu viel Zucker, ne? Peinlich, was soll denn mit all dem Zucker? Suchen wieder eine Zuckerfabrik und legen die auch still. Peinlich, peinlich, peinlich. Das ist hier vorne. Da hinten. Beide so hübsch. Einmal stillgelegt. Schande über mich. Zuckerproduktion reicht. Und jetzt sorgen, jetzt bekommen die Leute Atole. Bekommen sie schon, wir hatten den Verbrauch niemals gesperrt. Und das wiederum bedeutet, die Aufmerksamen unter euch haben es schon längst beobachtet, dass wir, hier werden die Häuser ausgebaut, dass wir die dritte Phase Staudammbaus angehen können. Wir haben 1505 Überschuss an Obrero-Arbeitskraft. Und wie viele brauchen wir für den Staudamm? 1500. Super. 5 Obreros dürfen sogar Däumchen lutschen und müssen nichts machen. Alle anderen ab in den Staudamm. Gott, das klingt ganz furchtbar. Das klingt, als würde ich zur Zwangsarbeit verpflichtet, aber ich glaube, die machen das gerne und freiwillig, weil die damit ihr Gemeinwesen ausbauen. Achtung! Phase 3 beginnt, Stromkabel alle da, beginnt, Stahl auch alles da, Stahlbeton auch da, Arbeitskraft da, 30 Minuten kommen jetzt, Stausbau beginnt, jetzt, Phase 3 läuft. Sehr schön. Sehr, sehr fein. Klasse. Ich hätte jetzt gerne Maisbier. Schon wieder eine Quest. Ich bin sicher, sie können uns irgendwie helfen zu erblühen. Eine Köhlerei bauen? Kein Problem. Ja, komm. Eine Köhlerei bauen für 10 Minuten betreiben. Ich habe gerade eine abgerissen. Abreißen und neu bauen ist meine Spezialfähigkeit. Für 50 Loneros, die haben wir auch. Die kann ich sogar genau da hinsetzen, wo wir die eben abgerissen haben. Das war, wo waren da? Nee, ich hatte auch die Straßen entfernt, ne? Das war hier. Setze ich die wieder neu hin. Ja, komm. Straße rüber, bitte. So. Je mehr, desto besser. Kollerei läuft. 10 Minuten lang betreiben und nochmal Herbarien abernten. Weil wir es können, deshalb. So, plus 5 Obreros. Hier darf nichts anbrennen. Die Grundversorgung muss laufen, sonst haben wir ein Problem mit dem Staudamm. Haben die Leute alles, was sie brauchen? Naja, komm, es geht. Haben sie alle ihre Güter? Es darf nichts anbrennen. Haben sie genug Filzhüte, Tortillas und Atole? Und Fische. Fische? Ja. Atole? Hoho. Filzhüte, aber holla. Tortillas, alles gut. Oh Gott, ich habe plötzlich Appetit auf Tortillas. Echt, das ist ein so doofes Spiel. Ich bekomme immer zwischendurch einen Fressattacken vom Allerübelsten. Echt. Weil hier so viele Leckereien sind. 4000 im Plus. Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch Magenknurren, glaube ich, gleich. Ich habe totalen Kohldampfen plötzlich von diesem doofen Spiel hier. Ich gebe mal in vierfache Spielgeschwindigkeit rein. Quest.
So tickerte die Zeit runter. Phase 3 läuft. Sollen wir uns das mal aus der Nähe angucken? Ja? Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Das ist der Staudamm. Einmal aus der Nähe gucken. Einmal gucken gehen. Läuft. Letzte Phase des Staudammprojekts, dann haben wir es gepackt. Dann wird das Wasser gestaut. Strom wird produziert für die nahegelegene Stadt. Wir gehen da auch noch kurz gucken, ob die Leute überhaupt schon ahnen, dass wir sie glücklich machen werden. Blick von oben auf unser kleines Reich, das wir gebaut haben. In den letzten Spielstunden, von denen ich jede einzelne genossen habe. Es hat echt Spaß gemacht. So ein hübsches Szenario. Das ist die kleine Siedlung, die wir errichtet haben. Danke, Säftchen. Sehr freundlich, was du geschrieben hast. Danke dir. Oh, wir zuckert. Das ist ja ein zauberhafter Anblick mal wieder, aber das ist nicht das, was wir gebaut haben. Ich will eigentlich mehr bestaunen, was wir gebaut haben. Kann man denn von irgendwo oben runter gucken auf unsere Siedlung? Vielleicht finden wir da einen anderen Platz. Einen zweiten Platz, wo wir von oben runter gucken können auf das, was wir gebaut haben. Irgendwas mit Höhenunterschied, bitte. Von hier konnten wir nicht runter gucken, ne? Ich glaube, das ging nicht. Wenig Höhenunterschiede, ja? Hier waren wir gerade. Kann man noch von woanders einen Blick werfen? Hier waren wir schon mal und hatten so ein bisschen runter gucken können. Schade. So, Staudamm läuft auf jeden Fall. Staudamm läuft, blüht, wächst und gedeiht, bitte. Schmeißen wir mal ein bisschen die Zeitbeschleunigung an. Ob man auf die Dammkrone hochkommt, also ich im Augenblick glaube ich nicht. Vielleicht zum Abschluss, mal gucken. Ah, das mit der Goldmedaille, Froggy, ich glaube, das ist... Also ich spiele ja durchaus Spiele auch mit Freude an hohen Schwierigkeitsgraden. Humankind und Civ 6 spielen wir jeweils auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, die auch echt... Als der alte Jornalero. Vielen Dank, wir haben eine Quest erfüllt, die auch sehr fordernd sind. Aber Anno ist für mich eine andere Art von Spiel. Bei Anno bin ich irgendwie tiefenentspannt und will genießen und gucken und rumlaufen, schauen und staunen. Das ist irgendwie ein, das ist für mich kein E-Sport-Spiel. Die anderen gerne, aber das irgendwie nicht. So, wir müssten bald fertig sein. Oh Gott, was habe ich gemacht?
Hälfte vorbei. Hälfte vorbei. Froggy schreibt, bin auch selber kein Freund von zeitbasierten Herausforderungen. Vor allem in Spielen wie Anno, das hetzt mich nur permanent. Anno ist Massage für die Seele, meint The Crenham. Ja, das haben wir. Haben wir uns das aus der Nähe angeguckt? Ja, das haben wir uns. Sind wir einmal so drumherum gelaufen. Ehemalige Schatzkammer. Die Kephoria haben ihre Rohstoffe immer hier gelagert. Ach. Aber nach ihrer Flucht hat mein Volk vergeblich danach gesucht. Jetzt haben wir doch alles mitgenommen. Jetzt haben wir doch noch was entdeckt, was wir die ganze Zeit übersehen hatten. Und das hier? Wissen in Bibliotheken zu sammeln, hatte bei den Mesoanern eine lange Tradition. Unsere hat sich schnell zu einem modernen Forschungsinstitut entwickelt. Dort wurde auch der Staudamm entworfen. Mhm. Aber in den Hof kommt man nicht rein, ne? Leider nicht. Ach, guck mal, hier sitzen die Leute und lesen und studieren im Freien. Mhm. Säftchen, danke fürs dritte Abo. Hi. Werde ich träumen, danke fürs Cheeren. Wie viel Zeit noch? Oh Gott. 12 Minuten noch? Halte das Feuer auf, bitte. Pass. Freiwillige mobilisieren, bitte. Rettet unsere Stadt und die Zukunft unserer Bürger, bitte. Voyager, liebe Grüße, danke dir. Ja, das wird schon gehen. Oh, das hatten wir zeitweilig zu wenig Obreros. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt dauert es etwas länger. Wie lange noch? 2 Minuten, Leute. 2 Minuten noch. Dann ist der Staudamm fertig. Dann haben wir es geschafft. Schade eigentlich. Hat mir so viel Spaß gemacht hier. Wenige Sekunden noch. Und wir wollen den Staudamm beenden jetzt. Seid ihr bereit für eine große Tat? Sollen die dritte Phase abschließen? Ja. Da ist er. Cool. Der Staudamm steht. Haufenweise Obreros, die jetzt nichts mehr zu tun haben. Wählen Sie den Staudamm aus und entscheiden Sie, ob Sie mit dem Befüllen des Reservoirs beginnen wollen. Na, das wäre doch super cool, wenn es noch eine Bauphase gäbe. Staudamm? Ach, hier oben. Wo muss ich draufklicken? Isabel, der Staudamm ist endlich fertig. Ja, ich hab's gesehen. Sollen wir das Wasser jetzt einlaufen lassen? Ja, natürlich. Nur zu. Eine große Leistung, Isabel. Der Staudamm steht und die Insel erblüht. Wie einst die Mesoana hast du gezeigt, dass wir Großartiges vollbringen können, ohne die Natur zu zerstören. Ich glaube, was wir hier geschafft haben, kann die Welt inspirieren. Wir arbeiten bereits an Methoden der Stromversorgung, die weit eleganter sind als dieser Riese.
Wir werden unsere Erfindungen und unsere Botschaft in der Welt verbreiten. Man kann immer etwas tun, egal wie gewaltig die Herausforderung ist. Denn unsere heutigen Entscheidungen werden weitreichende Folgen haben. Und aus kleinen Setzlingen werden große Wälder entstehen. Und dieser Baum, der jahrhundertelang auf dieser Insel stand, ziert heute das Logo der Eden-Initiative. Kann es uns wirklich gelingen, einen Garten Eden zu erschaffen? Eine perfekte Welt? Vermutlich nicht. Es gibt keine perfekten Lösungen. Auch der Staudamm, den Isabel Samento und Jaoscar Rodriguez gebaut haben, war nicht perfekt. Er hat die Fischwanderung gestört, das Ökosystem geschädigt und die Gefahr von Überschwemmungen erhöht. Aber wenn wir die Wahl zwischen Unvollkommenheit und Untätigkeit haben, gibt es nur eine richtige Antwort. Unsere Pläne können wir jederzeit verbessern und Risiken mindern. Aber was wir nicht können, ist tatenlos dabei zuzusehen, wie unsere Welt untergeht. Was Isabel und Jaoscar vollbracht haben, war ein großer Schritt nach vorn. Mit der Technologie und dem Wissen von heute können wir so viel mehr erreichen. Und es wäre unverzeihlich, wenn wir es nicht versuchen. Toll. Chat auch kommentiert. Ein Brückenschlag zu Anno 2070. Entzückend. Und wie schön die Filme waren. Das sah echt toll aus. Dank Ihnen, dank euch und mir, dank uns ist der Staudamm fertig und Jaoscars Volk kann benötigten Strom auf viel grünere Weise erzeugen. Ihre Errungenschaften werden künftige Generationen inspirieren. Wir können beide Belohnungen bekommen wir, also für unser Spiel auch, das wir dann fortsetzen werden mit dem Endlosspiel. Das heißt, wir kehren jetzt zurück, es gab ein paar Monate Pause oder ein paar Wochen, Monate Pause mit dem Endlosspiel, das wir haben. Das findet ja immer samstags live auf Twitch statt, danach in der YouTube-Aufzeichnung. Da starten wir am 5. Januar, geht es dann weiter auf Twitch und danach dann auch auf YouTube. Und dann greifen wir eine Sache auf, die wir noch nicht umgesetzt haben. Wir kehren zurück ins Land der Löwen nach Afrika und bauen dann dort, schließen da die Gelehrtenquest ab, durch die das Forschungsinstitut freigeschaltet wird und die Möglichkeit, ein Gelehrtenviertel in der alten Welt zu bauen und viele, viele neue Produktionsketten und anderes zu errichten. Da freue ich mich sehr drauf. Dann können wir endlich Items nach eigenen Bauplänen herstellen und andere schöne Dinge gemeinsam erleben. Das ist das, was uns noch fehlte. Das ist, wir haben jeden mit Spielen da, mit jedem DLC, aber diesen DLC haben wir noch nicht komplett von der Story her ausgereizt mit allen seinen Möglichkeiten. Und diese beiden Dinge, die bekommen wir jetzt dazu. Eden am Ende, Baum in Silber und einen in Bronze für das Endlosspiel und können die da benutzen. Das könnt ihr auch, die hättet ihr auch, wenn ihr das Szenario abschließt. Das sind dann Items, die man dann immer hat. Ganz, ganz cool. Super, super toll. Hat mir so viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Szenarien, die der Season 4 Pass bringt. Wenn die so liebevoll umgesetzt sind wie dieses hier, dann könnte das echt sehr, sehr schön werden.